Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein Parvenüler Faulpelz! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Versuchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Das war ein Befehl! Der Angriff steigert mein Befehl! Jeder hat mit meinen Augen zu einem Öffnis! Sofort! Unter allen ausgerechnet Himmler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Ah, Monk. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutnant-Armee vereinen. Wenn man der unbereite Bauer Künstler. Ja, vielleicht schon dort! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Aber dafür müsste man ja nicht verstehen. Fegelein! Fegelein! So, der hat uns darin hindern, selbstständig zu denken. Holen Sie mir Fegelein! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Bist das Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist ein Geschmolz des deutschen Volkes! Ich hab das immer mitgemacht! Sie sind ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie... Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Wir sind Soldaten! Ach, unser! Meine Person! Ja, das ist ein Wahnsinniger! Ich will sofort zum Bericht! Ich halte dumm daran getan! Sie ist ohne Ehre! Wart! Ein Parvenüler Faulpelz! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Habt die Korruption in unserem Staate. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Das war ein Befehl. Ja, ist das ein wahnsinnig geworden. Ja. Zur Verfügung stellen. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten?